Hallöchen zur nächsten Mod-Vorstellung. Heute haben wir hier einen Klaas Axion 960, 29, zumindest steht es hier dran. Der Mod hat eine Größe von gerade mal 12,3 MB und ist in der Version 1.0 hier. Er wurde ein bisschen was an der Body gemacht, an den Felgen und am Dach. Neues Beleuchtungssystem kam dazu. LED-Arbeitsleuchten und ein Blitzer am Dach. So, jetzt gucken wir mal. Ich denke, die Reifenvariante brauche ich nicht groß zu sagen. Ich blätter jetzt einfach mal kurz durch, was alles möglich ist. Und dann könnt ihr da selber mal eure Meinung dazu äußern. Ne? Und ja, ich denke, reicht vollkommen aus, was dabei ist. Ne? Viel mehr braucht man aber auch gar nicht hier dabei. So, Motorausführung wäre hier möglich mit 325 PS, 355, 385, 410, 445 und wieder die 325. Hauptfarbe könnt ihr in den Farben abändern, ne? Da gibt es einige Möglichkeiten. Die Designfarbe betrifft das Dach. Ich mache extra das Rot, dass ihr seht. Ja. Die Felgenfarbe könnt ihr auch noch variieren, wie ihr wollt. Ne? Da gibt es auch ein paar verschiedene Farben hier dabei. Ne? Also da gibt es schon. Und Kennzeichen könnt ihr auch wieder hinmachen, vorne und hinten. Ja, genau. So, jetzt gehen wir mal raus. Da ist er, steht er auch schon. Bei den Großtraktoren zu finden, das Ganze. Und ja, wir gucken gleich auch rein in die Kiste, natürlich, klar. Wenn wir uns den von außen mal kurz angeguckt haben. Ja. Halt ein richtiges Arbeitstier. So, jetzt legen wir mal hier rein. Von innen sieht die Sache dann mal so aus. Na, so. Genau. So, was können wir hier drin machen? Wir können mal die Hube betätigen. Auch eine andere Hube würde ich mal behaupten jetzt. Wenn nicht, dann sorry dafür. Und dann würde ich sagen, lassen wir mal die Kiste an. Na? Hat hier LED-Tagfahrlicht dazu, ja, solche bläulichen LED, würde ich sagen. Es ist so leicht bläulich, genau. Und ja, Rundumleuchten, ja, sehen so aus, wenn sie leuchten. Hier haben wir auch Sound beim Heben. Belastungssound ist auch am Start. Das funktioniert hier. Sehr schön. So. Die Spiegel funktionieren. Na, seht ihr hier? Die funktionieren hier. Aber es wurde, wie gesagt, ja auch bloß an den Farben und an den Leuchten was verändert. Wir gucken es uns auch im Dunkeln an. Ja, auch hier. ...53 läuft er. In den Füßen der eine Fuß, aber das ist halt auch Standard. Ne? So. Also, jetzt gucken wir mal in die Nacht rein. Er soll wohl fehlerfrei sein und so ist es auch. In dieser Konfiguration auf jeden Fall ist die Kiste fehlerfrei. Dann gucken wir mal in die Nacht rein. So. Na, das hätte jetzt auch die Rundumleuchten, auch das Tagfahrlicht, ne, das leicht bläuliche. Also einmal Licht. Dann habt ihr hier, machen wir mal den wieder aus, die Rundumleuchten. So. Dann habt ihr hier einmal Licht, ne, hinten. Nur die Normallichter hier. Zweimal Licht, dann sieht man auch schon hier die ganzen neuen Leuchten, LED-Arbeitslichter. Da haben wir hier vorne noch was. Schon eine feine Sache dann. Dreimal Licht wieder alles aus hier drin. Habt ihr die ganz normale Beleuchtung hier. Ne? Auch Display vorne ist beleuchtet. Okay. So. Blinker sieht man innen. Sieht man hier außen auch.
funktionieren hier. Vorne genau das gleiche. So, die andere Seite und die Warnblinker funktionieren auch. Hinten genau das gleiche, tut auch. So, die Lichter ist jetzt hier einmal Licht und habt da hier sofort Kennzeichenbeleuchtung dran. Ich würde sagen, es sieht schon ziemlich gut aus hier. Und ja, wenn ihr ihn haben wollt, wie immer, Link ist unten in der Beschreibung drin. Da könnt ihr ihn wieder downloaden. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Und sorry für das Gewitter, es ist immer das gleiche hier. Bis denne, macht's gut und ciao. Oops.